In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man bei einem Amilla-Patienten-Armbanddrucker die Kalibrierung auf die Armbänder durchführt. Schalten Sie den Drucker auf der Hinterseite aus, halten Sie die Feed-Taste gedrückt, schalten Sie den Drucker wieder ein und halten Sie kontinuierlich die Feed-Taste gedrückt. Im Display erscheinen nach und nach Funktionen, die ausgeführt werden können. Zur Kalibrierung auf die Blackmark halten Sie die Feed-Taste so lange gedrückt, bis im Display B-Line Detect steht. Zur Positionierung auf das Armband werden 2 bis 3 Armbänder durchgefahren, damit der Druck den Start- und Endpunkt des Armbandes sauber detektieren kann. Nach der erfolgreichen Kalibrierung wechselt der Drucker von alleine in den betriebsbereiten Zustand.